Ja, liebe Studierende, liebe Kollegen, ich würde Ihnen heute ganz gern ein Tool vorstellen, mit dem ich glaube, dass wir Videokonferenzen für seminaristische Umgebungen auf eine ganz neue Stufe heben. Deswegen der etwas vollmundige Titel Videokonferenzen 2.0, und zwar uTribe. uTribe ist ein Berliner Unternehmen, das ist ein Startup, das eine Videokonferenzlösung vorgeschlagen hat, die sich an den Bedarfen für die Kommunikation im Raum orientiert. Und bevor ich jetzt zu viel verrate und Ihnen zu viel zeige, Sie finden das Ganze, die Idee, unter yourtribe.com, würde ich Ihnen ganz gern einen Versuch einblenden mit Studierenden, den ich heute Vormittag aufgezeichnet habe. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und euch viel Freude jetzt bei der Vorstellung dieses Tools und dem gemeinsamen Entdecken im Raum, und kann tatsächlich nur für dieses Tool werben. Ich hoffe, wir werden vielleicht irgendwann in der Lage sein, das in unserer Universität zu lizenzieren. Und bin allerbester Dinge und werde das Projekt verfolgen und auf alle Fälle, wenn wir in eine digitale Lehre im Wintersemester starten, für die Lehre an der TU Dresden einsetzen. In diesem Sinne, euer und ihr Alexander Lasch. Ja, einen schönen guten Morgen hier zu diesem kleinen Test, und zwar eines großartigen Tools, nämlich uTribe. uTribe muss man sich vorstellen wie eine neue Form der Kommunikation in Gruppen. Und das würde ich ganz gern mal illustrieren an einem praktischen Beispiel. Man kann sich mit seinem Avatar hier in einem Raum bewegen, und dann wird eine Videokonferenz etabliert. Guten Morgen, Jessica, kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören. Super. Also, das, was ihr gerade ausprobiert, ist das wahrscheinlich allerbeste Tool, das mir im letzten halben Jahr über den Weg gelaufen ist. Nämlich eine Möglichkeit, um miteinander Kleingruppen zu koordinieren und miteinander im Seminar zu sprechen. Du musst mal versuchen, dich wegzubewegen mit deinem Okay. Cursor. So. Okay, cool. Okay, Ja, cool. nice. Ja, Ja, ist cool. also das heißt, es ist hier möglich, gemeinsam Räume zu bespielen, sich in der Mitte in dem Forum zu treffen, eine Moderation auszugliedern, und vor allen Dingen gibt es hier noch einen Chat, und zwar man kann im Circle sprechen, man kann Privatnachrichten schicken, und zwar zu denjenigen, die in dem Circle selbst mit einem sind. Oder zu allen, die sich im Chat bewegen. Und vor allen Dingen, der Chat wird für diesen Raum gespeichert. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz. Genau. So, mal schauen. Halt. Mal warten, ob das funktioniert. Jetzt. Okay, also muss die So. Leute extra noch irgendwie anstoßen. Einfach hingehen, losreden. Und wenn ihr nicht mehr wollt, einfach weggehen. Ja. Nice. Jetzt zeige ich euch noch was anderes Schönes. Ihr habt oben den Erweiterungspfeil. Darauf könnt ihr den Bildschirm groß machen, und dann seht ihr alle, die in der Konferenz sind. Ja. Also oben links. Ah ja, okay. Ja. Und könnt es auch wieder verkleinern. Und jetzt teile ich mal eine Anwendung, und zwar würde ich jetzt mal das teilen, Bildschirm und teilen. jetzt seht ihr auch mein Screen. Das heißt, ich kann selbst in der Gruppe präsentieren. Ja, cool. Ja, oder jetzt kann ich dich auswählen, genau, und wenn du jetzt Ja. teilst, sehe ich dann dein Screen und so weiter und so fort. Das ist echt ein cooles Tool. Und kann man einfach rein oder muss man sich irgendwie was anlegen? So einen Moment, kleinen ich höre dich nur Browser ganz oder? leise. Jetzt? Kommt ja ohne irgendeine Anmeldung, aber wenn man was anlegen will, muss man das, also wie kann man das einfach anlegen oder Also dein Account ist jetzt faktisch in dem Browser selbst gespeichert schon. Ja. Ihr könnt aber zum Beispiel jetzt, da ihr einmal in einem uTribe-Raum gewesen seid, könnt ihr einen neuen Raum kreieren und könnt dann selber
Räume hosten. Jetzt friert er bei mir gerade das Bild ein. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist ein ganz cooles. Ja, mal gucken. Moin. Morgen. Das ist ja interessant. Ja, das ist das also wirklich, das ist das beste Tool, was. Ach so, jetzt hast du. Du teilst immer noch deinen Bildschirm, Jessica, ne? Ja, das habe ich ja auch gerade gemacht. Das ist ein bisschen. Also, das ist der virtuelle Raum, interessant. Also ich in auf jeden Fall. Den Seminare stattfinden werden in Zukunft. Und zwar, weil man dann sagen kann, Ramona, ihr geht in Raum 1, ihr geht in Raum 3. Wer will, macht einen Pause, geht in den Pausenraum. Ich habe Chats, die gespeichert werden für den Raum, und zwar für die einzelnen Zirkel, als auch für die, genau. So läuft das. Finde ich persönlich sehr faszinierend. Ja. Ach, man kann die auch den Einzelnen anschreiben. Gar nicht so. Genau. Das müsste halt nochmal Du kommst ganz abgehackt rein, Jessica. Jetzt ist sie raus. Da ist sie. Also, was ich euch nur, genau. So, jetzt ist gut. Ja, also das, was ich euch nur empfehlen kann, ist, dass ihr bitte einfach, unten seht ihr Create a New Room. Das Schöne ist, dadurch, dass ihr jetzt mitgemacht habt, seid ihr jetzt Teil der Community und könnt jetzt eigene Räume kreieren, und zwar so viele, wie ihr wollt. Cool. Ja. Und wenn ihr das nächste Mal miteinander irgendwie in einem Seminar sprecht oder sowas, fangt nicht an mit Jitsi, sondern nehmt das. Ist doch stabiler, ne? Also es läuft gerade eigentlich recht gut. Ja. No. Es läuft richtig gut. Würde ich gern viel Geld für bezahlen, damit ich das, damit das noch viel besser wird. Ja. Ja, das Einzige, was man nicht machen kann hier, ist Files präsentieren, also zum Beispiel PDFs noch mit einpflegen und so. Das wäre natürlich noch viel idealer. Ich kann leider auch diese Umgebung nicht in den Miro-Board einbauen. Auch das geht nicht. Das wäre der absolute Hammer. Aber ich glaube, das wird meine neue Seminarumgebung. Und von wo wird das, also ist es unter irgendeinem großen Unternehmen? Das ist ein Start-up. Das jetzt gerade anfängt, ihr seid jetzt in der Beta gerade. Also das heißt, das Ding ist noch in einem Entwicklungsstand und ist im Moment nur ein Test. Ja, also das heißt, wer weiß, wie das weitergeht, wer weiß, wie das ausgelastet ist. Wenn ihr jetzt ohne so eine Einladung in so einen Raum das machen würdet, müsstet ihr, gibt es Wartepositionen 600, 700. Also das heißt, die bauen halt jetzt auch nach und nach ihre Kapazitäten aus. Okay, cool. Ja, aber nee, das ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Tool. Also funktioniert auch ziemlich gut. Ja, also und den Hintergrund, den ihr jetzt gerade seht, der ist selbst gebaut. Also den kann man selbst anlegen. Ich zeige euch mal noch einen anderen. Man ist ja vorbereitet. Oder ich habe es auf Twitter gesehen. Ja. Ja. Ah ja, okay, cool. Ja, und dann kann man eben sagen, ihr geht ins Wohnzimmer. Ja. Funktioniert. Ja. Und das wäre so eine Möglichkeit, wie man dann operieren das, kann. Das ist auch gut, weil für Seminare ist jetzt das, was die Tools, die wir haben, noch, sind noch nicht so perfekt. Aber, okay. Vorsicht. Was ist das jetzt? Achtung. Bitte mal alle ins Wohnzimmer kommen. Danke. Okay, was ist jetzt? Nee, jetzt könnt ihr euch wieder bewegen. Also das heißt, das ist eine Möglichkeit, okay. Wenn jetzt alle verstreut auf der Map stehen, die einmal zusammenzutrommeln. Ah, okay. Ja, also um zentrale Ansagen zu platzieren. Nicht schlecht.
Das ist das Rednerpult im, da drüben. Ramona, komm nicht in den Circle rein. Aber kann uns gerade nicht hören. Gibt es irgendwie eine Auslastungsgrenze? Noch nicht getestet. Okay. Also in den, auf den Hauptseiten sind, sieht man immer 20, 25 Leute. Mhm. Ja. Und ja. Ja, ist ziemlich cool. Ja, auf jeden Fall. Also auch so, ja, doch. Ja, für ein Seminar ist es, glaube ich, tatsächlich ganz cool. Da kann man coole Ideen umsetzen. In unterschiedlichen Räumen kann man da irgendwie auch was auch deponieren schon. Also, dass man irgendwie, das wäre halt ganz cool, wenn man sagt, ihr könnt jetzt dahin gehen, ich habe für euch da und das noch da vorbereitet. Und naja, also im Moment ist es vor allen Dingen dafür da, dass man miteinander kommuniziert. Also diese, so eine Ablage, so ein Ablageort ist jetzt noch nicht direkt da. Ja, ja, aber auf jeden Fall, ja, okay. Ja, es ist, also sagen wir mal so, wenn man das Tool kombiniert mit Matrix, ja, das wäre so, das ist so die Ideal, das Ideal-Setting. Ja. Weil man dann auch keine Breakout-Rooms definieren muss. Ja. Keine zeitlichen Begrenzungen von Breakout-Rooms und man muss nicht, also weil man immer alles sieht. Ja, also das heißt, man kann auch zur Not mal hingehen und sagen, werd mal fertig, kommt mal rüber. Ja. Mhm. Und dadurch hat man halt schon ein sehr, sehr cooles Tool, mit dem man, glaube ich, in Seminarkontexten arbeiten kann. Ja, das denke ich auch. Okay. Leute, ja, ich bin mal raus. Vielen Dank für den Test. Yes. Legt euch bitte unten den eigenen Raum an, damit ihr einen Raum zur Verfügung habt, von dem ihr aus wiederum neue Leute einladen könnt. Ja, okay, also das heißt, das ist so ein Thema hier. Okay. Vielen Dank. Ja, da nicht für. Ich danke euch. Dann tschüss. Tschüss. So. Das war das kurze Tool YourTribe in einem Praxistest. Ich bin sehr begeistert davon, von der Performativität und der Qualität der Video- und Audioübertragung. Jetzt kommt es noch auf 2, 3 Lasttests an, um zu zeigen, was das Tool tatsächlich kann. Aber meine Güte, da freue ich mich drauf. Also, bis dahin, ihr und euer Alexander Lasch.